Und damit willkommen zurück bei Tropico 6. Viel Spaß! Jetzt die Kläger allerdings mal auf hohe Priorität. Okay, gut, langsam geht uns das Geld doch ein bisschen aus. Ich hoffe, wir können Stahl oder Waffen exportieren. Tatsächlich nicht. Oh, Kohle. Wir können Kohle exportieren. Bringt kaum Geld. Oder nicht? Könnt ihr mal auf einen neuen Überfall? Fisch, Nick. Oh, Öl bringt viel Geld. Holt mal Öl. Öl hat immer viel Geld gebracht. Wobei. Ah, ich hoffe, dass das was bringt. Leute, unsere Schulden. Wir machen doch aber eigentlich Gewinn. Meine Fresse, ja, das ist alles nur, was ich in den Bau gesteckt habe. Sonst hätte ich über 10.000 Gewinn. Wir müssen einfach nur im Moment warten. Jetzt nichts Neues bauen und dann klappt das. Wie ist denn inzwischen mit der Gesundheitsversorgung, der Abdeckung? So, das ist noch nicht fertig, die Klinik. Aber eigentlich sieht das doch schon ganz gut aus. Bergwerk da hinten ist halt nichts. Aber ansonsten. Was ist das? Sind überfüllt. Ja, ich habe hier doch schon eine neue Klinik errichtet. Ja, ich kann da gerade niemanden einstellen, ich bin pleite. Ich tue das Budget für bessere Servicequalität. Es muss nur jetzt mal ein dicker Export rausgehen. Wir exportieren keine Rum mehr. Vielleicht kommt jetzt gar nicht mehr so viel Geld rein. Okay, was läuft denn aktiv gerade? Zigarren. Und Zucker, aber da wird nicht exportiert. Wo kann ich denn den Stahl exportieren? Den will niemand haben. Gummi, Fleisch, Boote, Baumwolle, Baumwolle. Aber wo kann ich denn mal Preismodifikator? Fassung? Aufhebbar seid? Was? Können die wieder ändern? Warum werden denn gerade auch jetzt wieder Wissensproduktion? So, kommt mal ein bisschen Geld in die Kasse. Warum wird die Bilanz? Bilanz, letzte 12 Monate. Habe ich 20.000 Gewinn gemacht. Aha, warum habe ich dann Verlust gemacht? Warum habe ich dann Geld? Ah, die Gesundheitsversorgung steigt aber gerade. Wie ist denn die Spaßabdeckung? Die ist hier nicht so gut. Vielleicht sollten wir da mal eine Taverne bauen, wenn wir wieder Geld haben. Glaubensabdeckung. Ist hier auch nicht so gut. Er ist einfach so mitten dazwischen Nahrung. Im Palast kommt wenig Nahrung an. Ja. Spaßqualität. Ja, da fehlt es auch so ein bisschen. Ah, jetzt arbeitet hier mal jemand. Aber das mit der Bildung und der Gesundheitsversorgung, das läuft inzwischen. Geht denn irgendjemand zu dieser Universität? Na ja, immerhin.
Highschool, ja, da gehen viele Leute hin. Da müsste das mal langsam klappen. Da müssten doch inzwischen unsere Leute mal gebildet sein. Immer noch nicht so viele, aber das kommt schon noch. Inzwischen, ja, sind unsere Wachtürme nämlich auch mal wieder besetzt. Immer noch viel Geld. Kann mir nicht mal jemand eine profitable Handelsroute geben? Oder wenigstens mal Zucker liefern. Da wird ja immer nichts geliefert. Ja, machen wir mal schneller Vorlauf. Ah, wir kriegen Einnahmen, wie man da oben gerade sieht. Ach, die kriegen wir da nichts rein. Wird hier nichts mehr hergestellt, etwa? Doch, warum kommen hier keine Waren rein? Immer einen neuen Überfall und holt Tabak ran. Was heißt denn Schatzjagd? Blaupause. Retten. Gebildet. Piraten in Voraus. Okay, können wir jemanden retten? Wieder neue Bewohner bekommen. Kann ich irgendwo... Wie läuft's denn mit dem Bergwerken? Das Kohlebergwerk läuft. Und das Eisenbergwerk auch. Jetzt müsste nur das Stahlwerk fertig werden. Möchte ich mal hohe Priorität geben. Das bringt nichts, weil da niemand arbeitet. Hier auch nicht. Hallo, wo sind meine Bauarbeiter? Habe ich keine mehr? Warum sind keine Bauarbeiter mehr da? Warum läuft das mit dem Handel so schlecht? Oh, jetzt wird es euch dann vielleicht mal mit dem Zucker. Gold. Oh, Gold würde viel Geld bringen. Ja, ich weiß, Boote würden auch viel Geld bringen, aber das... das können wir uns... das würde so viel kosten, die Boote zu erforschen, dass sich das insofern nicht lohnt. Gold. Haben wir irgendwo Gold? Ja. Ach nö, ich habe die Straße über das Gold. Nein, das kann doch nicht sein. Nicht viel Gold. Hier oben ist aber eine ganze Menge Gold. Wie viel kostet ein Bergwerk? Vielleicht könnten wir mit Gold ein gutes Geschäft machen. Was, wie viel kostet es jetzt? Ach, das geht doch. Das ist ja gar nicht so teuer. Da könnten wir 8000 Gewinn machen. Gut, die paar Unterhaltskosten, aber das klappt schon. Da machen wir ein gutes Geschäft mit. Straße anschließen. Oh, nein, ein bisschen gerade bitte die Straße bauen. Komm, jetzt bau die Straße doch einfach. Ohne den Schlenker, einfach nur eine normale Straße bauen. Und halt so. So, das könnte uns ordentlich Profite bringen. Hier die Goldrudel. Sehr schön. Das wird Geld bringen. Wird das Stahlwerk fertig? Habe ich nicht genug Bauarbeiter? Was ist denn hier los? Oder genug Baubüros? Warum läuft hier nichts? Das läuft ja inzwischen ein bisschen. Ah, das mit der Gesundheitsversorgung ist fertig. Wie läuft's bei der Forschung? Mach das mit den Glocken mal hinterher. Mach erstmal die Prohibition. Das dauert hier sonst viel zu lange. So, wie läuft's beim Handel? Ja, Zucker und Zigarren wird immer ein bisschen was geschifft. Ja, Gold noch nicht so viel, leider. Aber wir sind jetzt auf der Wurst von seinem Wachturm.
Haben wir nicht genug Einwohner? Gibt's Arbeit? Es gibt arbeitslose Bürger. Warum haben wir dann keine Bauarbeit? Nein, Feuer, wo? Das Slum brennt. Lösch das mal. Wird das Stahlwerk mal fertig? Ja. Wir haben inzwischen ordentlich Geld. Ich bin der Broker. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Vermögenssteuer, was macht die? Hier sind Verordnungen. Was sind das hier für Sachen? Das Buch Verordnung. Was macht das denn? Brot für das Volk. Bürger verbrauchen beim Essen 2 Nahrungseinheiten. Erhöht die allgemeine Nahrungsqualität um 10. Verschlechtert den Ruf bei den Kapitalisten um 10. Kein Gratis-Essen. Bürger müssen 1 Dollar zahlen, wenn sie Essen aus einem Produktions- oder Industriegebäude nehmen. Mittellose Bürger können sich kein Essen leisten. Verschlechtert den Ruf bei den Kommunisten um 5. Verschlechtert den Ruf bei den Religiösen um 5. Verbessert den Ruf bei den Kapitalisten um 10. Vorgeschrieben ist jetzt da. Erhöht die Arbeitsqualität an jedem Arbeitsplatz um 15. Senkt die Effizienz aller Arbeitsplätze um 12. Senkt die Umweltverschmutzung durch alle Arbeitsplätze um 10%. Obwohl die Leute gerne unter dem Himmelszelt schlafen und sich in ihren baufälligen Schuppen nachts fröstelnd aneinander kuscheln, wäre es vielleicht nicht verkehrt, einige langfristige Wohnbaupläne in Betracht zu ziehen. Mit einem Stadtentwicklungsfonds wäre der Bau von Unterkünften so viel billiger. Damit könnten wir unsere schönen Inseln in miefige Städte verwandeln. Noch bevor wir Zeit haben, darüber nachzudenken, warum wir das tun. Senkt die Baukosten aller Wohngebäude um 50%. Die Verordnung ist 5 Jahre lang aktiv und hat eine Abkühlphase von 5 Jahren. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich würde nur sehen, was die macht. Industrie fördern? Senkt die Baukosten aller Industriegebäude? Die Tropico-Papiere? Ja, nee, ich wollte doch... Verfassung, hier. Wo war der? Nee, nicht Wahlrecht. Wo konnte ich denn diese Vermögenssteuer machen? Ach, die war was ich bei Pia erforschen musste, oder? Genau. Sie verdienen pro Monat 5 Dollar für jeden reichen oder stinkreichen Erwachsenen. Verschlechtern mit meinem Kapital... da haben wir ja kaum jemanden. So, und wenn wir doch Arbeitslose haben, warum haben wir ganz viele Obdachlose? Die sind alle arm, wir müssen mal irgendwo was hinknallen, was sich Arme leisten können. Ja, hier so eine Absteige. So, wo stehen denn viele Slums? Damit sich das auch lohnt. Ach, hier ganz versteckt. Wir brauchen ja keinen Straßenzugang. Sonst kommen sie auch einfach hier. Aber ich glaube, das ist nur wieder zu weit weg schon, oder? Ja, jetzt mal die mal. Wo ist denn jetzt vorne schon wieder? Hier ist, glaube ich, vorne. Jetzt mal die mal hier hin. Was ist denn für ein Laden? Ach, ein Barke. Oh, Präsidente! Eure politischen Manöver sind legendär! Entschuldigt mich, ich werde ein paar Notizen machen. Bürger jeden Alters bereit, ihre Bildung zu verbessern. Deshalb ist es nie zu spät, Bildungsgebäude zu bauen. Sehr schön. Hat also geklappt. Und nicht auf Lager. Wareneingang Kohle. Das läuft unser Kohlebergwerk etwa nicht. Doch, die haben noch einen Warenausgang Kohle. Dann müssten die hier doch... Geht hier vielleicht ein Transportbüro in der Nähe? Nee, ist doch eins. Das ist eine Busgarage. Oh, hier sind ja richtig viele Slums. Warte, da müssen wir direkt nochmal so ein Ding bauen. Eigentlich ein Haus. Nochmal eine Absteige. Hier direkt ins Kraftwerk. Wo ist jetzt vorne bei dem Ding wieder mal? Ja, wenn wir das mal so rum ist. Hä? Hat das gar kein Vorne und Hinten?
Doch, so, das ist vom Kraftwerk weg, zeigt zur Highschool hin. Wie läuft's mit der Forschung? Oh, die Prohibition läuft schon, unglaublich. Hat ja auch lange genug. Hier brennt was? Unsere Kirche. Wo ist denn das? Ach, hier. Man sendet mal einen Hubschrauber. Hat das Feuer gelöscht. Gut. Ah, jetzt wird hier was hergestellt. Sehr schön. Na, dann sehen wir uns direkt mal an mit der Elektrizität. Ach, wir brauchen doch ein Umspannwerk hier hinten. Oder? Das ist nur eine Baracke und eine Feuerwache. Die brauchen doch keinen Strom. Das wird schon reichen. So, Umspannwerk. Wo sind die bei Industrie? Wo sind die denn? Aber für Infrastruktur bestimmt. Umspannwerk. Ach, was weiß der Forscher. So, ganz an den Rand klatschen. So. Aber jetzt brauchen wir eigentlich gleich noch ein Umspannwerk wahrscheinlich. Ach, das hier muss erst fertig werden. Mach mal hohe Priorität. So schnell fertig werden. Ist unser Goldbergwerk schon fertig? Ja. Ah, noch kein Gold am Warenausgang, aber das wirkt schon. Läuft unsere Handelsroute mit Gold denn schon? Ja, die läuft schon. Oh, da wurde schon was rausgeschickt. Gut, das bringt viel Geld. Ich hätte eventuell die Warenmenge erhöhen sollen, daran habe ich nicht gedacht. Waffen. Das bringt ja richtig viel Geld. Waffenfabrik. Und so, die ist aber zu teuer. Stahl und Nickel. Haben wir überhaupt Nickel auf der Insel? Oh, da hinten. Ach, aber da ist ein viel größeres Vorkommen. Verstehe schon. Tatsächlich ist diese Insel für was wichtig. So, Umspannwerk. Oh, das ist ja eine richtige Reichweite, das erste. Da brauchen wir wirklich gar nicht noch eins. Ja. Das reicht dann ja eigentlich. Wie sieht es bei Politik aus? Die mögen uns immer noch beide. Ja. Stahl. Ja, wie sieht es in unserem Stahlwerk aus? Die kriegen noch nichts rein. Warum nicht? Die haben doch einen wahren Ausgang von Eisen. Kostenmenschliches Protokoll, Profitprotokoll. Erhöht die Effizienz. Ja, muss jetzt gerade nicht sein. Haben wir hier so. Standardprozess. Senkt die Effizienz. Heißt gerollt. Erhöht die Effizienz. Nee, das muss ja alles nicht sein. Ah, hier können wir nicht beim Kraftwerk. Da kann man nichts ändern. Bergwerk. Achso, ist das gleiche. Für alle Bergwerke. Wie arbeitet die? In Zollern arbeitet niemand. Macht denn das Exporte anregen? Das Gebäude wird auf Basis. Ja, okay. Oh, hier müssten wir mal. Hier brauchen wir mal eine Absteige. Hier sind die ganzen Obdachlosen oder so. Also sollten wir lieber hier oben bauen, damit die noch die Elektrizität abfassen. Ach nee, die reicht sogar bis da unten. Na dann. Können wir mal hier noch eine schöne Absteige hinsetzen. Am besten seitlich, damit wir Platz sparen. Ist das jetzt vorne? Wo ist denn hier mal vorne? Ich bin mir noch nicht sicher. Ist hier vorne? Ich glaube, das ist vorne, oder? Das ist symmetrisch. Ich glaube, so rum ist es richtig rund. Was ist denn hier?
Na, auf jeden Fall wird das gleich mal. Haben wir denn überhaupt mittellose Bürger? Ein paar. Ein paar haben wir. Haben viele Arme und gut situiert. Wir haben einen Stinkreichen. Aha. Besondere Bürger, Fraktionsführer, Verbrecher. Verlaufen? Was? Können wir die festnehmen? Jetzt einen Drink. Sie kommen mir bekannt. Ich fühle mich beobachtet. Ich bin so gestresst. Die sind schon alle im Gefängnis. Welch ein Tag. Rivale? Hola, wie geht es Ihnen heute? Die tritt gegen uns an, oder wie? Fraktionsführer. Wen führt er denn an? Hab ich was vergessen? Naja, wie auch immer. Ah, wir haben inzwischen eine ganze Menge Geld. Wir sollen eine... Wie kann ich denn Meeresfrüchte bekommen? Fischfarm. Produziert Fisch oder Meeresfrüchte? Ja, das würde funktionieren. Um Fische zu fangen. Die bringen nur Fische. Kann ich dann Meeresfrüchte exportieren, herstellen? Geht das denn gar nicht? Na gut, haben die Prohibition gleich mal erforscht? Halt, dauert noch eine Weile. Wie heißt es denn bei unserem Stahlwerk? Ja, die produzieren inzwischen Stahl. Dann könnten wir doch mal eine Stahlhandelsroute eröffnen. Wir sollen doch Stahl exportieren. Will niemand den Stahl haben? Ha. So, da war auch gerade ein Schnitt. Ich habe nämlich gerade mal nachgesehen, wie ich diese Meeresfrüchte bekommen kann. Ich muss einfach nur ein Upgrade beim Hafen kaufen. Hier, Schleppnetz. Und dann kriegen wir... Genau, Meeresfrüchte. Achso, und ich habe auch herausgefunden, warum in der Mission davor unser Fischereihafen nicht funktioniert hat. Der Transporthafen hat gefehlt. Ich dachte, der Anlegehafen reicht, aber es hätte ein Transporthafen da sein müssen. Na gut, ich würde sagen, wir bauen trotzdem einfach mal noch eine Absteige. Hier, da sind ja immer noch Baracken, das geht natürlich so nicht. Die Absteige setzen wir direkt neben den Turm am besten, also auf die... Warte, wo ist vorne... So lang. Direkt auf die. Nein, habe ich den jetzt von der Straße wegplatziert? Stopp. So, natürlich genau an der Straße dran sitzen. Wo ist jetzt vorne aber immer? Habe ich die Absteige gewählt? Absteige. Bis nach vorne. Okay, ich habe das Gefühl, dass die immer alle ein bisschen anders aussehen. So, wir läuft es bei unserem Eisenbergwerk. Da geht Eisen raus. Produziert das Stahlwerk jetzt mal was? Warum kommt kein Eisen rein? Läuft unsere Goldroute. Oh, die Zigarren sind endlich fertig. Sehr schön. Gibt es inzwischen vielleicht mal eine neue Route? Nein. Nicht für Nickel. 38.000 Einheiten. Wie viel würden denn 11.000 bringen? Oh, ist ja ganz viel. Ich könnte noch ein zweites Nickel vorkommen. Hier. Wenn nicht so viel drin. Okay, vielleicht sollten wir mal einen Frachthafen. Wie viel kostet ein Transporthafen?
Wie viel kostet ein Transporthafen? Dann 700 andererseits. Könnte das da hinten vielleicht sogar reichen? Ich meine, da die ganze Infrastruktur auf der Insel. Womit wir dieses eine Vorkommen besser abbekommen? Ich meine, 60.000 Einheiten, die können wir doch erstmal komplett abbauen. Bergwerk. Nickel. So. Und hier darf man es einfach nicht platzieren. Es kann nur auf dem Vorkommen platziert werden, tatsächlich. So, und möglichst nah hier drüben, aber damit die Straße nicht so lang ist. So, da ist doch schon die Straße, die ich eben erwähnte. Das geht gerade nicht so gut. Dann legen wir sie von hier aus. Hallo? Darf ich? Hallo? Ich will gerade auf das Feld. Und dann eben auf das hier. Jetzt. Warum kann er jetzt nicht gerade da durch? Egal. Na, also so richtig gut funktioniert das mit den Straßen hier noch nicht. Na, ist jetzt besser die Kurve hier oder erst später zu machen? Ist besser die erst hier zu machen? Ja, ich meine schon früher. Ich hätte die Kurve ja auch schon früher bauen können. Warte, können wir das gerade? Sich gerade automatisch verbunden. Also richtig, also so ganz einfach ist das hier mit dem Straßenbau nicht in Tropico. Aber jetzt ist das angeschlossen und dann müssen wir hier auch mal noch. Was ist denn hier der erzeugte Wohlstand? Im alten Tropico stand da, welcher Wohlstand erzeugt wird von dem Gebäude. Das weiß man jetzt leider nicht, aber die Arbeitslosen sind ja eigentlich sowieso alle mittellos, deshalb können wir da mal noch hier mal noch eine Absteige reinböllern. Ist die jetzt? Die sehen jedes Mal anders aus irgendwie. Ja. Ich glaube, hier ist vorne. So. Brauchen die diese Baracken hier nicht mehr. So. Wie läuft es beim Handel? Ja, Gold wird schon weiß. Ja, ich hätte da leider eine höhere. Ich habe vergessen, eine höhere Menge auszuwählen. Das hätte sich natürlich gelohnt. So, aber den Nickelvertrag können wir auch mal hier direkt 11.000 Stück. Ja, ist ein besserer Deal als hier, oder? Ah, hier, Nickel, so. Kaufen wir gleich mal den bisschen Nickel. Ah, Überfälle. Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsident. Es hat den Anschein, als wollten sie mitentscheiden, wie sie regiert werden. Wie egoistisch. Ja, wir sind gar nicht so beliebt momentan. Oh, Stahl wird inzwischen exportiert, sehr gut. Okay, wir machen mal eine Rede. Das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Wenn euch diese hier gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, um weitere Videos nicht zu verpassen und den Kanal zu unterstützen. Lohnt es sich zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.